Hi, ihr seht mal wieder meine wunderschönen Grabscher auf dem Bildschirm. Das heißt, ich werde irgendwas befummeln. Gott, das klingt falsch. Ich hatte die letzten Tage so ein bisschen das Bedürfnis, mal wieder ein paar Pokémon-Karten zu öffnen. Und die Auswahl ist ja riesig. Was will man haben? Will man Regigigas? Will man Golgantis? Das sind auf jeden Fall Pokémon. Ich habe mich für den einzig wahren entschieden. Es ist auch Zelot. Ich habe ja so eine Vorliebe für die Riesenkarten. Das heißt, ich wollte auch wieder eine haben und... Ist erstaunlich schwer ranzukommen, wenn man mal so sich umschaut. Ich habe auf den üblichen Seiten geguckt und ich möchte auch nicht 40 Euro für das Pack bezahlen. Ich meine, es ist immer ein Lauchzelot, also man kriegt schon was geboten, aber ich will schon zu einem vernünftigen Preis haben. Weil das Konzept von Lauchzelot klingt im ersten Moment immer so bescheuert und der Name, aber es ist... Ups. Es ist großartig. Ich liebe es. Lauchweise Schwert- und Schildbooster drin. Wundervoll. So, da haben wir unsere Booster. Da haben wir Lauchzelot einmal in klein. Was kannst du mir erzählen über dich? Zielsicherung sperren einmal während des Zuges. Wenn dieses Pokémon von deiner Bank in die aktive Position wechselt, kannst du beliebig viele fucking Kampfenergien von deinen anderen Pokémon an dieses Pokémon verschieben. Das ist eine starke Fähigkeit. Und einfach mal ein 200er Angriff. Du, Lauchzelot. Eventuell aber nur, werde ich vielleicht sogar darüber nachdenken, extra für dich, für deine kleine bescheidene Persönlichkeit, mein Kampfdeck zu basteln, weil das klingt nach einer coolen Sache. Ist das eine coole Sache? Ich bin du, das wisst ihr. Ihr beiden kommt nach oben. So, was machen wir zuerst auf? Wir haben Schwert und Schild, Flammen der Finsternis, Sonne und Mond, Nacht in Flammen und flammende Finsternis nochmal. Ich denke, wir fangen mit flammende Finsternis an, weil es ist doppelt. Haben wir das erstmal aus dem Weg. Nicht, dass da noch Sonne- und Mond-Stuff bei ist. Das kommt da drüben auf den Fußboden. Die Codekarte brauche ich gleich noch fürs Online-Ding. 1, 2, 3. Wie viele macht man inzwischen? 4 oder 4. Ja, genau. So, wir haben eine Elektroenergie. Ein Hypomorba. Ich finde ich okay. Ich meine, ich hasse die nicht, aber ich kann mir coolere Pokémon vorstellen. Deine letzte Form sieht bescheuert aus. Ein fürsorglicher Pokémon-Züchter, besser als die nicht fürsorglich. Oh, das ist ein kleines Wolli. Sieht ihr das kleine Wolli? Der ist wirklich ein fürsorglicher. Penis-Pokémon. Oh, das sieht cool aus. Ein Datiri, habe ich irgendwie nie so geführt. Panty-Moss. Okay, ich weiß nicht, wie du es genau hinbekommst, aber du siehst noch verstörender aus als das normale Panty-Moss, also cool. Oh, ist das... Ist das Knete oder ist das nur 3D animiert? In jedem Fall, ich bin Fan von diesem Bild. Und wenn ich jetzt noch ein Logok bekomme, habe ich die ganze Flammie-Entwicklungsreihe. Ein kleines müde Stoljunior, das auf seinem Felsen steht, mit dem Moos drauf. Auch sehr schönes Motiv. Warum ist da so ein kleines Barschwein in so einem großen Teich drin? Ich meine, mir gefällt das Verhältnis zwischen Pokémon und Rest nicht. Also da ist sehr viel Luftalarm. Und ein Tektas. Finde ich okay, ich mag Tektas, sind das vernünftige Angriffe. Es schreckt vor nichts zurück, um zu gewinnen. Sieht er seine Chance, schlägt es zu und gibt dem Opfer mit seinen Klauen schließlich den Rest. Du willst kein Tektas herausfordern. Keine heftige Karte dabei, aber stabile Ausbeute, ein paar schöne Motive. Dann machen wir weiter mit... Nehmen wir dich. Das ist Schwert und Schild. Ich glaube, ich hebe mir das Nacht der Flammen-Pack für den Schluss auf. Warum schmeiße ich die mal auf den Boden? Ich muss sie aufräumen. 1, 2, 3, 4. Wir haben eine psychologische Energie. Ein Amifara, das erstaunlich künstlerische Einflüsse anscheinend genommen hat. Das sieht echt gut aus. Vor kurzem erfahren, dass nur die weiblichen sich weiterentwickelt. So ein fucking... Ibo-Shit, will ich schon sagen. Vadrivi-Shit finde ich nicht gut. Rotom hat anscheinend Fahrräder. Nett. Kleines Rihorn. Kloptop. Okay. Wer kann viel gegen deutsche Namen sagen, aber Kloptopus. Der ist einfach fantastisch mit dem Boxhieb. Kleines Goldini. Das schlängelt sich da unter den Rosenblättern durch. Seerosenblättern. Roselia fühle ich irgendwie nicht so. Sitzt du da auf der Schaukel, Nebulak? Was machst du da?
Oh Gott, dich hasse ich. Und ein Sanaconda, so wie eine Anaconda, nur sandige. Machen wir es wieder wie letztes Mal. Ich ziehe jetzt eine random Karte raus und dann lesen wir uns einen coolen Pokédex-Eintrag durch. Weil ich finde es gut, dass die Pokédex-Einträge wieder da sind. Es gab sie eine ganze Weile nicht. Und ich hätte gern das da. Ah, das ist tatsächlich eine Karte. Ich hatte ja schon erwartet, dass ich einen Trainer ziehe. Was kannst du mir über das Pokémon erzählen? Fokus. Es existieren nur weibliche Exemplare. Sie stoßen Pheromongas aus, mit dem sie sich männliche Mololung hörig machen. Okay, ich hatte mich schon gewundert, warum das Pokémon immer so... das klingt jetzt falsch, warum das Pokémon immer so sexy aussah. Aber es liegt daran, dass es anscheinend nur weibliche Pokémon dieser Art gibt. So ein bisschen komisch ist, wie pflanzen die sich fort. Kann man die mit Vorentwicklung kreuzen? Ich bin im Pokémon-Game nicht so drin. Ich weiß, dass ich einen Wilot mit einem kleinen Katzenmon kreuzen kann, aber da hört es auch schon auf. Und alles mit Ditto, weil Ditto ist eine Bitch. Elektroenergie, meine zweite heute. Parasek. Wisst ihr, ich mag Parasek. Es tut mir ein bisschen leid, weil... Was auch immer das für ein Kramding war. Du bist tot, das ist nur noch dieser komische Virus, der deinen Körper heimsucht. Nicht Virus, Pilz. Armes Ding. Dann haben wir Spikefort. Was ist denn das? Lege jedes Mal, wenn das aktive Pokémon eines Spielers während deines Zuges auf die Bank wechselt, 2 Schadensmarken auf jenes Pokémon. Das ist ganz praktisch, wenn du gegen Leute spielst, die viel rumswappen. Umhang der Stärke. Plus 50 KP. Nett. Golbit. Ich hoffe, wir kriegen auch noch einen Golgantis. Ich mag Golgantis, aber du bist auch ein guter Golbit. Mir gefällt dein Weltraumstrudelteil da. Das Barschbar. Immer noch kein Fan. Fililou. Oh, schaut, wie sauer Hippopotas ist. Er zerlegt es das ganze Stadion. Richtig cooler Boy. Mit seinem Doppelstampfer. Fügt je 30 Schaden. Das sind potenziell bis zu... Frag Mathe, 130 Schadenspunkte. Das ist nicht schlecht für. Okay, das sind sehr viele Energien. Wieso? War ich nie ein Fan von. Dieses Pokémon, das sieht ein bisschen aus wie Pi. Fucking Schnöse. Und da haben... Oh mein Gott. Wir haben Donarion V. 210 KP. Es kann den neben einen Blitz einsetzen. Oh mein. Eine Superblitzkanone. Ja, dafür 3 Energien. Okay, das ist gut. Oh, wie schön das glitzert. Ey, das ist das Wichtige bei Pokémon-Karten. Wie schön sie glitzern. Gibt es einen Pokédex-Eintrag? Nee. Dann müssen wir uns ein anderes aus dem Stapel ziehen. Aber du? Dann ist auf jeden Fall mal nach da oben. Ich mag Käfer-Pokémon. Ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingskäfer, aber ist auf jeden Fall cool, ihn zu besitzen. Ist vom Typ Elektro. Naja, das ist ja die Weiterentwicklung von dem kleinen Buster. Das ist Spikefort. Das ist... Ah, lesen wir uns das von dem Edgeboy durch. Was kannst du mir über den Edgeboy erzählen? Fokus. Es bombardiert seine Feinde mit messerscharfen Federn, die man Flügelklingen nennt. Man trifft... warum zitter ich so? Und trifft mit jedem Wurf sicher ihre Schwachstelle. Auch ein nettes Pokémon. Oh... Wir haben schon mal ein bisschen gute Ausbeute. Es wird nicht so eine verflucht gute Ausbeute wie bei diesem legendären ziehen, aber wir haben Lauchzelot. Okay, das ist jetzt so. Es klingt jetzt so, als wäre Lauchzelot irgendwie nicht Inhalt gewesen, aber es war es irgendwie schon. Da sehe ich schon ein kleines Polygon. Du bist nicht mehr im Anime drin. Da ist meine Codekarte. 1, 2, 3, 4 nach vorne. Ja, diesmal ist es eine Kampfenergie. Ja, Entschuldigung für den Spoiler. Dann haben wir ein fleißiges Staffelholz. Was zum Fick ist das? Wenn ein Pokémon, an das diese Karte angelegt ist, dein aktives Pokémon ist und durch Schaden einer Attacke deines Gegners kampfunfähig wird, verschiebe bis zu 3 Basisenergiekarten von jedem Pokémon auf ein Pokémon auf deiner Bank. Das klingt ja ganz praktisch. Das ist Lola? Keine Ahnung. Seht ihr das Gesicht von dem Dufloor? Du bist ein bisschen zu high davon, deine eigenen Dämpfe einzuatmen. Du solltest da einen Experten aufsuchen. Es ist ein cooles Artwork. Das war meine Flasche. Hör auf, solche Sachen zu machen. Böse Flasche. Porygon? Ein Karadonis. Ist das ein Blitz oder ist das deine Nase? Er hat ein bisschen was von einem Muppet. Will ich nicht. Myrapla? 1er Boy. Ich frag mich, was da oben so faszinierendes an Start wartet.
Ja, das ist ein Anblick, wo du denkst, oh mein Gott, bist du cool, Käfer. Was haben wir dann? Ein Glumanda, bei dem die Nase irgendwie super lang gezogen ist. Soll das so? Gehört das so? Möchte ich das so haben? Ich weiß es nicht genau. Dann haben wir ein gestricktes Meryl. Oh, es sieht so cool aus. Ich habe Woolly Boy die letzten Tage durchgespielt und oh, das gefällt mir optisch. Das ist schön. Dann haben wir noch ein Porygon. Immer noch ein guter Boy. Und ein Toxiquark. Also ich muss sagen, ich mag Toxiquark. Also ich hab's. Jetzt kommt wieder der Pokémon-Noob durch. Ihr könnt mich gerne in den Kommentaren dementsprechend flamen, aber ich habe die letzten Tage ein bisschen Pokémon Go wieder gespielt. Ich habe gegen den einen Boss gekämpft, der von Team Rocket, der aussieht wie ein Wichser. Also 90% von denen. Und ohne mein Toxiquark wäre ich dazu nicht draufgegangen. Also ich habe Toxiquark wieder zu schätzen gelernt. Deswegen lesen wir auch deinen Eintrag. Verfügt über einen Giftsack an seinem Kinn. Ich sehe den. Quarkt es, schäumt das Gift und es wird noch stärker. So, Toxiquark, bist ein guter Boy. Du gehörst nicht ganz. Ich leg dich da als Ehrenfrosch oben dazu, wenn du nicht ganz dazu gehörst. So. Schauen wir uns die Ausbeute an. Man kann nicht jedes Mal gewinnen, sage ich immer, aber das sind zwei sehr gute Karten. Ich meine, für die eine habe ich bezahlt, dass sie dabei ist, aber die andere? Ziemlich Überraschung. Ich hab kein Elektro-Deck. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich in-game wieder und ich schaue nochmal, ob ich aus den Code-Karten noch ein bisschen was rausquetschen kann. Also, bis dann. Hey, jetzt sind wir online. Es ist nur 4 Tage später, weil Pokémon sich die letzten Tage irgendwie dachte, hey, unsere Server, wie wär's, wenn du die nicht erreichen kannst? Es liegt auch eine Menge Schnee, ich weiß nicht, ob es daran liegt. Willst du irgendwas Vernünftiges hier rausbekommen, bin ich sehr enttäuscht. Dann bin ich traurig. Ich hatte anscheinend echt nicht viele von diesen Packs, also ist praktisch alles neu hier. So, vielleicht die Chance auch das. Oh, wir haben X-Bad. Wir haben X-Bad. Wir haben X-Bad V. Okay, das gefällt mir optisch gerade unfassbar gut. Wenn dieses Pokémon während deines Zuges aus deiner Hand auf deine Bank spielst, kannst du so lange Karten ziehen, bis du 6 Karten auf deiner Hand hast. Du kannst diese Fähigkeit finstere Bereicherung nur einmal pro Zug einsetzen. Das ist ziemlich stark, schätze ich. Und nochmal für 2,70. Es ist eine gute Unterstützungskarte und ich mag das Artwork. Ja gut, das ist jetzt keine V-Karte, aber das ist ein ausgezeichnetes Artwork an der Stelle. Das Lucario kommt richtig aufs Maul. Okay, man sieht sich. Ciao.